Ja, Julia Debo, also der große Wechsel gegangen hier im Kollegium. Eure Schuster, schweizweit hat es einen Wechsel gegangen, von Bund Chance auf Millefeuille. Was sind da so die grundlegenden Aspekte? Also zuerst muss man sagen, ich bin selbst seit 5 Jahren hier am Kollegium. Das heißt, ich bin mit diesem Wechsel sozusagen groß geworden. Wir haben von Anfang an Vorbereitungen von den Lehrpersonen der OS bekommen und wussten genau, was auf uns zukommt. Jetzt kann man sagen, dass es Unterschiede gibt. Zum einen positiv haben die Schüler mehr Enthusiasmus oder mehr Bereitschaft, sich mündlich zu Wort zu melden. Also man könnte denken, dass die Hemmungen ein bisschen geringer sind. Und auch im Hörverstehen fühlen sie sich relativ wohl. Zu den negativeren Aspekten würde man zählen, dass die Grammatik nicht ganz so ausgebaut ist wie vorher mit der anderen Methode, mit der Bonne Chance. Dass es teilweise ein bisschen zu oberflächlich wiedergegeben wird und die Schüler dann hier einiges noch ein bisschen aufarbeiten müssen. Aber wir stehen weiterhin im Kontakt mit den Lehrpersonen und viele von den Sachen, die wir jetzt schon zurückgemeldet haben, wurden auch angepasst. Was sind das grundlegend für Anpassungen hier jetzt fürs Kollegium speziell? Also ich glaube, es betrifft nicht nur das Kollegium, sondern generell die Lehrmethode. Es wurden gewisse Verbkonjugationen hinzugefügt, bei denen wir gesagt haben, das fehlt, das muss unbedingt da sein, wenn die Schüler hier ankommen. Und auch, dass ein Knackpunkt ist vielleicht das Vokab. Also der Wortschatz, den die Schüler lernen müssen. Sie sind es nicht unbedingt gewohnt, den Wortschatz zu lernen. Und sie wissen es wahrscheinlich genauso gut wie ich, eine Sprache ohne Worte, das geht nicht. Das heißt, wir haben die Lehrer informiert, dass die Schüler mehr den Wortschatz auch intensiv, aktiv und auch schriftlich lernen müssen. Und das ist auch passiert inzwischen. Haben Sie da also auch Rückmeldungen gegeben für dieses Millefeuille dann, was es in Kraft tritt? Also einmal pro Jahr trifft sich die ganze Fachschaft zusammen auch mit dem stellvertretenden Dienstchef des Unterrichtswesens, mit Herrn Marcel Blumenthal. Und wir machen dann noch einmal ein Feedback, was sind unsere Empfindungen im Vergleich zum Vorjahr, was hat sich gebessert und was wäre noch ausbaufähig. Jetzt, wie sieht es hier im Kollegium aus? Gibt es da auch bei dem Unterricht etwas, was ganz speziell jetzt ändert wegen diesem Französisch? Also ganz speziell ändert sich eigentlich gar nichts, denn eine Fremdsprache bleibt eine Fremdsprache, das Unterrichten bleibt im Prinzip gleich. Man könnte sagen, dass wir den Fokus vielleicht ein bisschen mehr auch noch auf den mündlichen Ausdruck gelegt haben seitdem und das Lehrmaterial, mit dem wir in diesem Moment arbeiten, viel Hörverstehen vorweist. Ist es so, was es mündlich hier im Wallis noch Defizite also so gibt bei den Schülern? Nein, das ist gerade dieser positive Aspekt vom Millefeuille, dass sie eben sich leichter trauen, das Wort zu ergreifen, auch wenn Fehler da sind. Bevor das Millefeuille eingeläutet wurde, gab es auch Pilotprojekte, also Pilotklassen. Können Sie uns etwas genauer erzählen? Ja, das stimmt. Also die ersten Schüler, die mit diesem Lehrmaterial unterrichtet wurden, sind schon vor 4 Jahren hier angekommen. Das heißt, die ersten Schüler, die Millefeuille hatten als Lehrmaterial, sind jetzt im 4. Jahr. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe überhaupt keinen Unterschied mehr zu den anderen.